haben die Hälfte unseres Treibstoffs verbraucht. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Sonde gestartet. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde gestartet. Starte Sonde. Starte Sonde. Starte Sonde. Sonde gestartet. Starte Sonde. Sonde unterwegs. Da sind sie.
Schraubenzieher. Ich habe mich in einem Computerraum auf der anderen Seite der Basis eingeschlossen. Hier laufen Geld frei herum. Ein VI-Programm hat sich selbstständig gemacht, die Kontrolle übernommen und... Ich habe heute viele Freunde verloren. Ich will nicht, dass sie sich zu ihnen gesellen. Seien Sie bloß vorsichtig. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass diese Anlage gesichert ist. Alle Waffen müssen beim Betreten abgegeben und dem diensthabenden Sicherheitspersonal überstellt werden. Ich muss Sie darauf hinweisen, dass diese Anlage gesichert ist. Alle Waffen müssen beim Statusbericht. Bitte informieren Sie den Unbekannten darüber, dass wir bei unseren Forschungen große Fortschritte gemacht haben. Seine Zweifel bezüglich der mangelnden Fortschritte sind unangebracht. Es wird in Kürze eine Demonstration geben. Durchdringen!
von Ihrem Abteilungsleiter freigegeben werden. Aufpassen! Um den wir uns sorgen müssen. Hier ist Projekt Overlord mit einer Notfallmeldung an das Cerberus-Oberkommando. Wir hatten hier einen katastrophalen Sicherheitsausfall und fordern hiermit Unterstützung an. Wie? Was soll das heißen? Alle losgehenden Nachrichten werden blockiert. Wie ist das möglich? Unten bleiben.
Fenster zur Satellitenübertragung in Kürze. Alle Daten müssen vor dem Hochladen von Ihrem Abteilungsleiter freigegeben werden. Sie müssen jetzt die Stützen zerstören. Sie verfügen über eigene Kondensatoren. Versuchen Sie es mit Sprengen. Los! Der Mensch will mehr, als er vermag. Kommen Sie, ich erkläre es Ihnen. Ich danke Ihnen, Commander Shepard. Sie haben uns etwas Zeit verschafft, wenn auch nicht viel. Es ist noch nicht vorbei. Wer sind Sie gleich nochmal?
Dr. Gavin Archer, wissenschaftlicher Leiter dieser Anlage und vermutlich der einzige Überlebende. Sie schulden uns diese Erklärung. Das hier ist das Projekt Overlord. Ein Versuch, durch Verbindung eines menschlichen Geistes mit einer VI Einflussmöglichkeiten auf die Geth zu erhalten. Die Ergebnisse waren nicht wirklich zufriedenstellend. Was ist schiefgegangen? Mein Bruder David hat sich freiwillig als Proband zur Verfügung gestellt. Aber sein Verstand hat die Verbindung zur VI nicht bewältigt. Er ist jetzt wie ein Virus. Er infiziert unsere Netzwerke und übernimmt die Kontrolle über jede Technologie, die er findet. Deshalb mussten sie die Schüssel zerstören. Es wäre nicht auszudenken, wenn das Programm von hier wegkommt. Das hätten sie sich alles vor dem Experiment überlegen sollen. Man kann doch nicht erwarten, dass wir jede Eventualität berücksichtigen. Schon gar nicht, dass aus David so eine Monstrosität wird. David, die VI hat sich im Hauptlabor der Atlas-Station verschanzt. Sie hat alles abgeriegelt. Um reinzukommen, müssen Sie die Sicherheitsabriegelung über unsere Anlagen in den Stationen Prometheus und Vulkan manuell aufheben. Und was ist, wenn ich Ihren Bruder töten muss? Wir können nur hoffen, dass es nicht dazu kommt. Ich breche jetzt auf. Die anderen Stationen sind alle in Fahrreichweite. Viel Glück, Commander. Sie müssen immer noch in... Die Reihenfolge ist dabei unerheblich, aber Sie müssen sich um beide kümmern. Ich breche jetzt. Die anderen Stationen sind alle in Fahrreichweite. Viel Glück, Commander. Vulkan und Prometheus finden und in jeder Anlage die Abriegelung vor Ort aufheben. Welche Sie sich zuerst vornehmen, ist egal. Aber erst wenn Sie sich um beide gekümmert haben, können Sie die Atlas-Station betreten. Und achten Sie auf die Sicherheitsmacs von Cerberus. Die VI hat sie wahrscheinlich alle übernommen. Archer, Ende. Analyse. Schutzlose Pflanzenfresser können es nicht mit Lenkraketen aufnehmen. Vermutlich hat die VI die Verscanner genäht.
liefern Energie für Hauptschild. Warnung, die VI-Infektion hat die Kontrolle über die Giftkanone übernommen. Warnung, wir werden anvisiert.
Cerberus-Mitarbeiter. Um den Stress am Arbeitsplatz zu reduzieren, ist ab sofort auf allen Stationen das Hören von Musik erlaubt. Scanne-Gebiet. Analyse. Das Ziel befindet sich auf der anderen Seite dieser Sackgasse. Und da ist der Haken. Ich wusste doch, dass es zu einfach war. Dann los, Abmarsch! Oh!
kaputt. Hab sie erwischt! Alles klar! Natürlich! Erfasse Ziel!
Habe frei. Natürlich. Verstanden. Ich habe keine Schilde. Thank you.
2. Steuerung auflassen.
wurden entdeckt. Zünde sie an!
Ich höre Sie, Doktor. Wir sind in der Vulkanstation fertig und gehen nun weiter. Shepard, Ende.